Dominik hier, moin. In diesem Video ein Backup für jedermann. Unabhängig von der Cloud, örtlich getrennt und schnell wiederherzustellen, sowie relativ preiswert von der Anschaffung der Geräte und der Umsetzung. Alle hier im Video gezeigten Produkte wurden von mir käuflich erworben und ich habe eine Rechnung dafür bekommen. Vielleicht habt ihr es gesehen. In meinem letzten Video habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich lösche meine 15 Terabyte Daten auf meiner Synology DiskStation. Mein primärer Datenbestand inklusive Mail-Server und aller Daten seit 1996 bis heute sowie all meine Geschäftsdaten, also meine komplette Existenz, einmal gelöscht und wiederhergestellt. Dank einer ausgeklügelten Backup-Strategie, die auch noch örtlich getrennt ist. Warum örtliche Trennung so wichtig ist? Ganz klar, bei meinem Nachbarn wurde gestern wieder eingebrochen. Kein Spaß. Und es wurde etwas gestohlen, ganz klar. Und ich sage euch eins, derjenige, der reingeht und so eine Festplatte mit dem Backup findet oder so eine Diskstation und sie mitnimmt, dann ist euer Datenbestand wieder weg. Das Tolle ist, die Cloud, da kann ich alles hersichern. Aber bedenkt mal eins, bei der Wiederherstellung wird das Ganze Zeit in Anspruch nehmen und ihr habt bestimmt gesehen, wie lange ich für meine 15 Terabyte gebraucht habe. Zudem seid ihr abhängig vom Cloud-Betreiber. Das heißt, das ist nichts für jedermann, denn der Arzt, der die Patientendaten, die ja vertraulich sind, hat, die kann er nicht in irgendeine Cloud laden. Das ist rechtlich vielleicht nicht ganz so sicher, genau wie für den Rechtsanwalt, wenn er Straftäter verteidigt. Deshalb hier eine Lösung, wie ich ein örtlich getrenntes Backup und lokales Backup, schnellen Wiederherstellung und schnellen Sicherung für jedermann, egal ob Privatperson, Anwaltskanzlei, Arztpraxis oder sogar noch größer, realisieren kann. Ganz einfach, fangen wir an. Es spielt auch keine Rolle, ob es eine Diskstation ist, ein Windows-Server, ein Mac-Server, ein Linux-Server, ein Windows-PC oder irgendein anderes NAS. Das ist erstmal völlig egal. Punkt Nummer 1. Ich habe mir hier ein 2-Bay SATA zu USB 3 Gehäuse gekauft. Dieses Dualgehäuse spielt übrigens nicht die Rolle, ob das jetzt das hier ist. Auf meiner Webseite führe ich eine Vergleichstabelle auf, damit ihr nicht herstellergebunden seid. Ich habe mir dieses gekauft, weil es besonders toll aussah, für mich zumindest, und es zu mir passt vom Schreibtisch her, zu meinem Mac Pro und deshalb dieses hier. Dieses Gehäuse, das hat eine Besonderheit. Ich schließe das via USB 3 an meinem zu sichernden Gerät an. Dann habe ich hier noch ein Netzteil, wen das interessiert. Und ich habe zwei Schächte. In Schacht Nummer 1 kommt meine Backup-Festplatte. Lasst mich 30 Sekunden ganz kurz erklären, warum ich mir die Seagate Barracuda dafür gekauft habe. Ich habe alle anderen auch noch und da zeige ich euch gleich den Geschwindigkeits- und Lautstärketest. Western Digital, Samsung uralt und Toshiba. Ich habe mir die Seagate Barracuda Pro gekauft, denn damit baue ich mir gleich noch ein Fallnetz mit auf, was vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein dürfte. Die Festplatte ist unheimlich leise für seine 7200 Umdrehungen mit Helium gefüllt. Damit braucht sie im Betrieb bei Zugriff nur 7,8 Watt und sonst nur 4,8 Watt. Geeignet ist sie zudem für den Dauerbetrieb, denn in meiner Backup-Strategie kommt gleich ein Laufen. Ich habe 5 Jahre Garantie auf diese Festplatte und etwa 250 MB im sequenziellen Schreiben, die Sekunde, Entschuldigung, im sequenziellen Schreiben und Lesen. Dass das relativ schnell ist, sehen wir gleich im Geschwindigkeitsvergleich. Zudem mit dieser Pro erhalte ich, und das ist besonders interessant, nicht unbedingt für Privatanwender, wer weiß, aber für die Arztpraxis und vielleicht auch für Kleinbetriebe, ich erhalte 2 Jahre lang den Rescue Service. Das heißt, in einem Fall von Unfällen, Naturkatastrophen oder auch mechanischen Defekten habe ich die Garantie, dass ich in Deutschland, wenn ich es zu Seagate einschicke, 90%ige Wiederherstellungsrate tatsächlich habe. Das heißt, das sagen die und ich probiere es in einem meiner zukünftigen Videos aus. Wer schon eine Idee hat, was ich mit dieser Festplatte machen soll, ab in die Videokommentare. Das wollen wir nämlich mal testen, ob Seagate hält, was es verspricht. Jedenfalls habe ich mir diese ausgesucht, weil sie schnell ist und wer in meinem letzten Video zum Backup geguckt hat mit der Notfallwiederherstellung, da braucht man es schon schnell. Ich schiebe diese Backup-Festplatte in den Schacht Nummer A. Die sind beschriftet, diese Schächte. Im Schacht Nummer A
ist es jetzt an meinem Computer, an meinem Server, an meiner Diskstation, an meinem NAS, wo auch immer, gemountet. Jetzt mache ich mein Backup auf diese Festplatte. Das heißt, ich kann jetzt, egal welche Strategie ich fahre, täglich Backups machen, alle Stunde, alle zwei Stunden, was weiß ich. Das geht ratzfatz und im Wiederherstellungsfall kann ich das Ganze schnell wiederherstellen, denn ich bin da. So, das ist aber noch nicht die örtliche Trennung. Das kann jeder, was ist nichts Besonderes, was ich hier erzähle. Jetzt kommt das Besondere. An einem beispielsweise Freitag früh geschieht der Backup-Job bereits um 6 Uhr. Wenn ich im Büro ankomme, mache ich Folgendes. Ich schalte das Gerät hier aus. Es wurde von meiner Diskstation beispielsweise am Freitag, nämlich nach dem Backup, schon ausgeworfen, diese Platte. Jetzt komme ich mit meiner zweiten, ich habe leider keine zweite 10 Terabyte von Barracuda, komme mit meiner zweiten 10 oder 12 Terabyte Platte, das sind ja 12er, schiebe die hier rein, habe USB abgeschlossen für den Moment, schalte das Gerät wieder ein, halte die Taste für 3 Sekunden, bis die Leuchte zum Klonen leuchtet, lass los und drück nochmal, bis sie anfängt zu blinken, wie hier zu sehen. Und jetzt passiert eins. Diese Station klont meine Festplatte, unabhängig, ob das jetzt NTFS oder ob das BetterFS, welches Dateisystem auch immer ist, auf die zweite Festplatte. Dieser Cloning-Vorgang dauert je nach Größe etwas. Und zu Feierabend ist es allerhöchstwahrscheinlich abgeschlossen. Das sollte man also einmal vorher testen, wenn ihr da 12 Terabyte reinknallt. Also bei mir haben zum Beispiel 2 Terabyte zum Klonen etwa 9 Stunden gebraucht. Hört sich viel an. Kalkuliert es einfach ein und alternativ mache ich das letzte Backup Freitag, nehme die ganze Station mit nach Hause. Denn ich kann ja offline zu Hause von Samstag bis Montag das Ganze klonen und stecke Montag das Ganze wieder an. Dann schalte ich es wieder aus. Nimm mir meine zweite geklonte Platte, nehme diese mit nach Hause ins Bankschließfach oder sonst irgendwo hin, schließe sie weg, schließe mir USB wieder an, schalte ein und damit wird diese Platte wieder gemountet, wieder verbunden mit dem Computer, mit dem Server, mit dem NAS und mein Backup kann Montag von vorne beginnen. Das gleiche mache ich am Freitag immer wieder und wenn irgendwas ist, Einbruch und Diebstahl, Katastrophe wie jetzt zum Beispiel Feuer oder auch Überschwemmung oder eine Überspannung, dann habe ich hier die Möglichkeit, an meine Daten mit dem Klon jederzeit ranzukommen. Das ist der große Vorteil an dieser Strategie. Das Gerät hier kostet rund 30 Euro, gibt es auch noch günstiger, wie gesagt, man muss die nicht ausgeben. Festplatten kann jeder selbst entscheiden, welche er da kauft. Ich persönlich würde jetzt einmal auf mein Fallnetz gehen, denn dieser Rescue Service würde mir eine zusätzliche Sicherheit schaffen für die nächsten 2 Jahre als Beispiel, wenn tatsächlich eins der Fälle eintritt, dass irgendwas kaputt ist. Nehmen wir an, ich gehe raus, habe die Festplatte in der Tasche, mich haut's hin und die knallt volle Pulle tatsächlich so ungünstig runter, dass sie kaputt ist. Auch wenn das unwahrscheinlich ist, es mag eintreten, dann habe ich da immer noch mein Fallnetz. Und wie gesagt, wir probieren es aus in meinem Kanal. In den nächsten 3 Monaten testen wir das einmal. Das ist meine Backup-Strategie mit einem örtlich getrennten Backup für wirklich jedermann. Und glaubt mir, in dem Moment, wo eure Daten tatsächlich weg sind, dann seid ihr froh, ein Backup zu haben und ein RAID ist kein Backup. Das ist wichtig zu wissen, denn der weitere Vorteil ist tatsächlich von dieser Strategie, sollte ich ein Recover von 1 Terabyte haben, dann habe ich das jederzeit im Betrieb verfügbar. Denn meine Hauptfestplatte, auf die das Backup läuft, die ist ja immer eingesteckt und durch die Strategie hier auch tatsächlich gemountet. Lediglich für den Klonvorgang muss ich es einmal abstecken, das USB-Kabel, damit kein Computer während des Klonvorgangs auf die Platte zugreifen kann, ganz klar. Und wie das jetzt an einer Synology Diskstation einzurichten ist mit Hyper Backup als Beispiel, das zeige ich euch gleich im Anschluss. Für Windows, für macOS oder auch für jedes andere System nutzt das Backup-Programm, welches ihr wollt und sichert auf diese Festplatte. Wie gesagt, ich lege euch die Barracuda ans Herz, denn da wollen wir, bevor wir jetzt zur Seagate gehen, einmal kurz den Leistungsvergleich machen zur WD Blue, zu einer No-Name-Festplatte, die günstigst auf Amazon zu erstehen ist. Die habe ich nämlich auch gekauft. Und wir vergleichen mal mit einer älteren Samsung-Festplatte, die es heute nicht mehr gibt. Dann sollten wir so das am Markt abgedeckt haben, was es so gibt. Viel Spaß dabei bei dem Geräuschtest.
Das Mikrofon ist, wie gesagt, gleich nebenan beim Geschwindigkeitstest und wie man die Diskstation einrichtet. So, die Einrichtung einer Diskstation geht relativ einfach. Ich bin in den gemeinsamen Ordnern und benenne mir zunächst mal den Standard USB Share 1 Ordner oder auch 2, 3, je nachdem wie viel USB Festplatten ihr dran habt, um und nenne das Backup-USB oder wie auch immer, damit ich diese USB Festplatte, die jetzt mit dem Dock angeschlossen ist, eben identifizieren kann. Als nächstes gehe ich in Hyper Backup und füge mir die Backup-Aufgabe hinzu, die das Gerät nicht auswirft, das heißt lokaler freigegebener Ordner. Dort sage ich Backup USB und das Verzeichnis ist bei mir server-ds. Könnt ihr bezeichnen, wie eure Maschine heißt oder falls ihr andere Strategien habt, eben das hier eintragen. Dann wähle ich mir jetzt die gemeinsamen Ordner aus, die ich sichern möchte. Ich mache als Beispiel nur eins. Ich würde alle Anwendungen an eurer Stelle sagen. Lasst das auch mal als Beispiel und nenne das jetzt Backup Montag bis Donnerstag als Beispiel. Denn am Freitag möchte ich ja diese zweite Festplatte mitnehmen und da muss er es eben auswerfen. Das ist hier der Haken, externes Geräteziel entfernen, wenn Datensicherungsaufgabe erfolgreich abgeschlossen ist. Das mache ich Montag bis Donnerstag aber nicht. Ich möchte das Ganze selbstverständlich verschlüsseln. Gebt hier einen langen Schlüssel ein. Ihr bekommt auch noch das Ganze als Schlüsseldatei zum Herunterladen, dann könnt ihr das Recover entweder mit dem Schlüssel, den ihr hier eingibt, mit dem Kennwort machen oder dem Schlüssel, also der Datei, die heruntergeladen wurde. Ich mache das jetzt mal ganz schnell nicht, damit es schneller geht. Den Sicherungszeitplan, den machen wir gleich noch. Gehe auf Weiter. Die Sicherungsrotation von frühester Version rotieren, beziehungsweise wenn ihr Benutzer definiert oder Smart Recycle wollt, das hängt ein bisschen von euch ab, wie ihr das möchtet. Und ihr seht hier unten, was passiert, wenn ihr nach Smart Recycle oder eben Benutzer definiert hier angibt, wie eure Sicherung aufzubewahren ist. Ich lasse jetzt mal von frühester Version, sage übernehmen und möchte jetzt das Backup nicht durchführen. Dann gehe ich hier hin und sage einmal bearbeiten, gehe in den Zeitplan hinein. Im Zeitplan sage ich täglich und zwar Montag bis Donnerstag um eine gewisse Uhrzeit oder ich kann sagen alle 2 Stunden beginnend Dienstbeginn 7 Uhr bis letzte Art Feierabend 17 Uhr meinetwegen oder 19 Uhr und dann habe ich eine Sicherung alle 2 Stunden ab Dienstbeginn bis Abend 17 Uhr nach 256 Versionen wird die älteste überschrieben. Und wenn ich mehr benötige, dann kann ich in der Drehung hier durchaus sagen, ich möchte keine 256, sondern eben mehr Versionen behalten. Das wäre mein Sicherungsjob Nummer 1 und jetzt den Sicherungsjob Nummer 2. Wähle das gleiche aus, wähle wieder Backup USB. In das Verzeichnis server-ds-fr
wie Freitag, wähle wieder aus, was gesichert werden soll, alle Ordner, alle Apps bitte und nenne das jetzt Backup-FR für Freitag. Jetzt möchte ich das Ziel eben auswerfen, die kleinseitige Verschlüsselung, alles gut. Auch hier die Rotation, das gleiche noch einmal übernehmen. Sage nein, möchte jetzt wieder bearbeiten. Im Zeitplan täglich, das nur am Freitag. Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, wie lang euer Backup geht. Wenn das um 6 Uhr beispielsweise startet, dann sollte es bis 7 durch sein. Wenn ihr besonders viele Daten habt, die sich ändern, dann eben viel früher, beispielsweise um 3. Denn wenn ihr jetzt in den Betrieb kommt, müsst ihr eben, ich sage einmal okay, lediglich USB abstecken, das Gerät ausschalten und so verfahren wie gerade im Video. Ich hoffe, diese Backup-Strategie hat euch einigermaßen weitergebracht, beziehungsweise ihr habt jetzt ein örtlich getrenntes Backup, unabhängig von irgendeiner Cloud und unabhängig von irgendjemandem grundsätzlich, weil alles in eurer Hand liegt. Für mich der Daumen hoch, das wäre klasse und ein Abo meines Kanals. Schaut mal in den Kanal, viele weitere Videos, insbesondere wie ich zum Beispiel meine Notfallwiederherstellung mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.